Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zur S1-Zerfällen und Fischmarsch. Ich bin erstmal TV und mir geht gerade. Einen Moment, ich muss mal kurz hier den CPV einstellen. Dann muss ich kurz so raustappen. Hat mir auf dem Computer das Gebiet benervt. So. Was eigentlich hieß, dass ein Mr. Shamer oder auch Jay Gamer oder Schweiz oder wie auch immer man den schimpfen mag, gesagt hat, dass er um 10 Uhr kommt. Ja. Okay. Ich wollte es mal erwähnt haben. Das hat so nichts sagen. Nicht wieder oben rechts die Uhrzeit, aber ja, bis zur Schweiz ist Zeitverschiebung, deswegen ist es einfach. Ja, gut, So. Ja, und dann sonst was raus, Alter. Katastrophe. Achso, da war gleich ein Tier, ne? So, kurz Lucky Look machen. 53, also genau gleich für Milchverkauf fahren. Okay, da okay. Muss hier so einen sogenannten Überblick machen. Hier ist 319.000 das Silage nur noch drin. Nein, wir können nur noch. Okay, da müssen wir bald aufpassen. Toran. Ich sehe das im Hafen. Wirklich sehe das im Hafen, also halt. Fährt denn der Kleine immer ein? Ja, der fährt. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Guck mal U, guck mal B, B. Jetzt lässt sich's ändern, dann schon mal. Habe ich irgendwas vertauscht jetzt mal? Sieh, was habe ich denn in der letzten Folge nachgeguckt, Alter? Strohpellets. Bahnhof. Katastrophe. Ich sage jetzt mal, das ist mal lieber nix. Hat er? Ich komme komisch, weil er hat nichts sofort. Okay. Der Ding. Na, gucken wir mal, hier ist ein bisschen leer und dann das dann wieder kaufen. Flug muss zum Hafen, mein Kollege. So, Hafen. Wir brauchen aber wieder ein bisschen Cash. Weil so rosig sieht es ja oben rechts nicht aus. Muss man ja schon sagen. Ne gut, das waren drei Leute gerade Geld, also. Der wird gleich Geld fahren, also Geld fahren. Geld wegbringen, Jesse B wird das gleich Geld wegbringen und der große Mann ja auch. So. Du. Erstmal hoch zur Molkerei. Der macht das, ja, der muss das heute noch. Hast 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sieh, du hast. Wie kann das denn passieren? Da will ich nur. Also gleich wasche ich selber in der Hose, Alter.
Und das ist ohne Blacks, Alter. Das ist alles im Reiz hier mit dir. Das ganze genau, du hast schon mal sowas gemacht. Dann werde ich welk, Alter. Habe ich die aufgesammelt gehabt? Ne. Nein. Der Depp hat sie einfach hier verloren. Sehr schön. 100 Hektar gedüngt. Na. Ja, haben wir Folgen, alles 19. Hm. Alles ist mal abgeschlossen. Jetzt, man, jetzt insgesamt. Hey, mehr müssen 200 schon. Ja, mein Gott, ich weiß es genau. Gut, ich muss immer auf die Kette. Für Facebook, ja. Wenn er nochmal was verliert, der Herr. Oh. Dann wird der über die platte Tour fahren, dann steckt der bestensfalls am Verkehr fest und dann. Da kommen wir jetzt an den Nase, wenn er was verloren hat. So. Wir sind hier beim. Was wird denn hier beim Hafen, ja? Katastrophe jetzt. Ich hab gerade vergessen, wo wir hier sind. Das wird auch bald langsam fertig. So. Sehr schön, sehr schön. Ich will kurz gucken. Alter. Mal schon. Und was schon. Einiges im Lager, muss man sagen. Ja. Ich will kurz Look machen. Viel zum Paletten. Kann die Date wegfahren. Da immer schon ansatzweise, oder? Ja. Ja, außer wenn man jetzt Scholl und Herging beim Fleisch und Dicke verkauft. Ich weiß nicht, wie da die Preise sind. Hm. Scholle? Der kann man eigentlich mal alles mit Dicke verkaufen. Okay. Dann machen wir Scholle raus und Herging raus. Dann kann er die dann mitnehmen. Ja, das outet. Outet auch, jetzt habe ich es nicht vergessen. Das funktioniert auch soweit. Der D ist angekommen, aber das kommt ja die Juppe Büro, so ja schon sagen. Okay, okay, okay. Du outest auch. Alter. Ja, schon wieder 10 Stück. Alter. Kann ja auch Gold verkaufen, Junge, Junge. Also die nächsten zwei Wagen werden eine riesen fette Verkaufs. So, du willst nichts so außer großartiges haben. Mann! Ich nuschle schon wieder so sehr. Hä? Wir waren das jetzt ja. Wann ist das ja Anmeldung 1? 9 CP waren. Nice! Also, vielleicht wieder. Berghauspunkte. Molkerei. Also.
Du bist voll. So, bis jetzt nichts verloren. Ich habe jetzt wieder vergessen, wo er hin wollte. Ich komme zum Bahnhof. Wir schicken dich jetzt einfach zum Bahnhof. Jetzt ist mehr Rumpe. Hoch zum Bahnhof. Ey, Alter, warum löst du so schwank, Bruder? Halt, stopp, hallo. Was bist du für ein ehrenloser Mann? Danke, genau so. Der kann eigentlich ein bisschen Stroh in die Hand nehmen. Also in Produktion fahren. Den Punkt muss ich irgendwie anders und weiß merken. Dann fahren wir dich auffüllen. Dann haben wir diese Folge schon einiges an Cash gemacht. Naja, okay. Ja, aber 200.000 ist schon viel so. Jetzt ist kein neuer Rekord. Aber ist schon was, schon ein guter Anfang. So. Warte machen. Mikrofon muted. So. So, Leute. Weiß jetzt gerade. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt gehabt, wie so in echt in Holland getestet wurde. Aber ich weiß es jetzt nicht genau, ob es ein T6 war. Da meinte der Holland wäre nicht so gut, weil das Getriebe schlecht wäre. Aber was wollen wir jetzt eigentlich mit dir machen? Du, deiner Pflegefall. Ich weiß es in der Schlüsselbahn. Nö, ich hoffe, wir stehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es beim T6 war, aber ich glaube schon. Als ich es beim T6 gesagt haben, dass das Trio von denen nicht also gut war, wo die eingebaut hatten. Ja, ich denke mal, das Getriebe wird schon irgendwo einen Sinn machen bei irgendwie Elchen, weil sonst wird es ja auch nicht verbrauchen. So. Würde ich jetzt mal so denken. Also, scheißegal. So. Ich muss schon ehrlich sagen. Ich finde noch Holland schon eine schöne Marke eigentlich. Die machen ja auch fast alles. Alles sind halt nicht so bekannt. Klar, das bekannteste ist Traktoren, Drescher, Häcksler, Ballenpresse. Das ist so das bekannteste Schätzen, was jeder kennen würde in Holland. Aber die machen ja noch mehr, die machen ja Flüge, weil die irgendeine andere Marke da noch mal vor ein paar Jahren gekauft haben. Also näher hier.
Ist ja schön. Natürlich mehr Werke machen dann halt auch. Ich finde halt, weil du schöne Traktoren, was sie da machen. Und dann sagen. Ja, natürlich, mein Favorit ist immer schon hier. Und dann zur Stelle in die Holland. Ich weiß gar nicht, was so auf dritter Stelle kommen würde. Weiß ich echt gar nicht. Ja, auf dritter Stelle geschaut. Ich fände sagen. So. Aber da halt auch noch einen Traktoren. Jetzt stehen nur von den Traktoren an, von der Qualität, ja. Also, ja, mein Favorit ist Fan auf Platz 3, auch mit weiteren Abstand zu den Holländern. Aber Platz 4. Weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Die Bahn war da hier, oder? Der war schon bei der letzten Bahn. Hä? Ne, hier sieht man das noch mal. Also war das jetzt, wenn es aber hier an, hat sich das erledigt. Mein Gott, das ist ja jetzt... Oh, ist so schlimm. Das ist fertig. Also. Nicht ganz von... Oh, sind Produktion, die müssen... Meter Stroh hinein. Warte, du steckst nicht Verkehr fest. Laber damit. Na gerade Sonne. Wie viel Stroh denn? 200.000? Dann dreh auf jeden Fall, okay. Ah. Nein, ja, ja, rein in den Raben. Jetzt fassen sich noch die Raben. So. Kann der Kollege eigentlich auf den Hof? Achso, ja, ich kann schon reden. Halber, ich muss noch kurz hier lunzen. 50.000, Alter. Okay, da geht's. Na, Robert, das brauchen wir jetzt. Tram, Tram, achso, muss ich gerade abladen. Tram, 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 Tram. So, eng das mal ab. Na, sind die sich natürlich gewonnen, die zwei hübschen. Läuft. Mit dem Ausweichen, schätze ich jetzt mal, vom mit dem JCB, wird jetzt die Kurve so genommen, dass er jetzt da oben kam. Na moin. Ach, moin, auch der, du auch hier.
So. Du dürfen hier nur dann denken, dass wir nur Anfragen nehmen dürfen können. Und gar nicht zwei, weil sonst ist schlecht. Au. Opa. Hat der Ben einmal schon den Kurm rumgerissen. So, ich lasse mal wieder hier stehen. Meine voll Gras, ich weiß, dass ich schon wieder in die Alterung rein. So, jetzt ist eigentlich ein schönes Beam, wir sind jetzt auch mal einfach mal angekommen. Dann macht er wieder ein Nickerchen. Ist nicht fertig. Na schön. Drücken. Einmal die Spannkarte weg zu machen. Ja, ich weiß, der Metzger ist fertig, aber es müssen irgendwie auf die 12 Paletten kommen, weil sonst lohnt sich das nicht. Wie viele Paletten da wohl liegen, lohnt sich nicht. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's schon mit der Folge. Wir sind wieder bei 200 Minuten. So, ich war angenehm mit einem so. Wenn euch die kleine kurze, naja, die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich hoffe, später vorbei meiner Folge oder morgen meiner Folge. Erstmal das Ende vom Arsch. Und bis dann, bleibt euch schon gesund und ciao, aus dem TV.